Hallo und herzlich willkommen heute zu diesem Replay mit dem E50 auf der Karte Stalingrad. Stalingrad hatten wir, glaube ich, schon lange in keinem Replay mehr. Daher vielen Dank besonders an Snowman15 fürs Einschicken. Er ist hier mit seinem E50 Top-Tier, 9er, 8er, 7er Gefecht und sogar ganz unten sehen wir zwei 6er Scouts. Also die haben richtig, richtig viel Spaß. Und hier, da trifft er schon den T20, aber so satt, dass er der hier angezündet ist. Und guckt euch mal den Schal an, der summiert sich, kein Feuerlöscher dabei und der T20 ist zerstört. Das war ein Auftritt nach Maß. So muss es losgehen, da freut man sich doch am meisten. Und der T20 fordert gleich, report him please. Ja, wofür? Für die Doofheit, dass du keinen Feuerlöscher dabei hast? Weiß ich auch nicht. Gerade schön eingepackt. Er fragt auch, für was soll man mich denn jetzt reporten? Hex? Ja. Ich glaube, der T20 weiß wahrscheinlich selber gar nicht, warum man ihn reporten soll. Ja, Impossible Pen. Ah ja, genau. Natürlich unmöglicher Winkel. Oh, dicker Treffer. Fahrer und Kommandant raus. Den Fahrer hat er schnell zurückgeholt. Der Kommandant bleibt aber weiterhin am Arsch, kann ich es mal so sagen. In dem Fall hätte ich wahrscheinlich mir eher den Kommandanten wieder geholt, aber naja, jeder ist da ein bisschen unterschiedlich. So. Der E50 macht sich hier gleich viele Freunde, weil er jetzt auch mit Premium schießt, kriegt er jetzt auch den T54 Flame. Aber je mehr Flame, desto mehr spricht es am Ende für den Spieler. Und ich kann euch ganz klar verraten, er geht am Ende noch mit über 34.000 Credits nach Hause. Also von dem her. Okay, und alle Deutschen sind scheiß Goldnutzer. Oh, der T54 macht sich da gleich richtig beliebt in der deutschen Community. So, oh, der hat aber mal hier schön, der macht hier den Kit aus Knight Rider, den G-Mode, den kenne ich. Ja, jetzt ist auf jeden Fall der auch mal weg. Zweiter Kill. Jetzt kommt da hinten der IS. Der bekommt auch einen. Also das ist hier ein wirklich schnelles, feines Gefecht. Und jetzt da hinten der VK, der da steht, der achtet nicht auf ihn. Dann kann er den gut eine verpassen. Zieht sich gleich wieder zurück. Jetzt hat sich der VK so hingestellt, dass er hier ein bisschen winkelt. Bringt ihm halt gerade gar nichts. Und jetzt, oh, muss er schon fast sagen, der arme Kleine wird da hinten eingekesselt, der 12T. So, der ist jetzt zerstört. Da hinten noch der ST. Da müsste er jetzt drauf kommen. Genau, kommt er jetzt drauf. Schöner, schneller Treffer. Also die Seite haben sie hier ganz klar dominiert. So, der IS-3, der wartet auf ihn, aber er kann ihn nochmal rammen. E50 ist ja ein absolutes Ramm-Monster. Und hier, da fliegt der nächste Panzer um die Ohren. IS-3 auch weg. So, jetzt heißt zurück Richtung Base. Und da weiterarbeiten. Er schreibt No Cap. Er will hier weitermachen. Er will jetzt die Kills. Er will es einfach wissen. So, hier wird schnell mal überholt auf der linken Spur. Und dafür hat er jetzt Gott sei Dank ja wieder den Fahrer am Start. Auf die Suche kommt er nicht, die ist ein bisschen hinterhalb. Aber hier, da ist der Charioteer. Aus der Fahrt heraus. Was ein Treffer. Das könnte eigentlich auch wirklich normal locker, normal laden. Er bräuchte hier die Premium-Schüsse gar nicht mehr, weil durchschlagen würde es so oder so. Auto-Aim auf Su-101 allerdings. Su-101 hat da leider das Nachsehen. Jetzt will er ihm hier einen Schuss geben und rammt ihn wohl weg. Ja, und damit macht er ihn auch klar. Sehr schön. Jetzt hat er HE geladen für den Rheinmetall. Jetzt lässt er wahrscheinlich den 12T ein bisschen vorfahren. Ja, genau. 12T war da nicht clever. Den Rheinmetall jetzt links von sich. HE. Und Treffer. Und er rammt ihn noch weg. Ja, super vorbereitet. Hingelegt und abgeschmatzt.
So kann man das zusammenlegen. Jetzt kommt hier der Charioteer. Der lässt sich auch direkt nochmal wegholen. Super schön. Da muss man sagen. Alles richtig gemacht. Einen bräuchte noch für Radley Walters. Verdient wäre es zu dieser Stelle, aber da sind so viele Leute vor ihm und schon beim Gegner. Also ob er da noch den Last Shot drauf bekommt auf den T10, ist natürlich ungewiss. Aber gönnen würden wir es ihm. Ah, der ist auch noch hinterhalb. Schnell nach unten. 65 km/h. Mehr geht einfach nicht. Da kommt er jetzt auch so gut wie drauf. Und er kriegt den Kill. Ja, besser kann man es nicht machen. Epic. Ja, das war eine geile Runde mit dem E50. Ich hoffe, sie hat euch ähnlich gut gefallen wie mir. Ich glaube, an meinem Kommentar hat man es gemerkt, dass es mir definitiv gut gefallen hat. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und drücke euch die Daumen für ähnlich gute Runden bei World of Tanks. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.